In den letzten Monaten wurden zwei russische Verlegeschiffe in Wismar für ihren Einsatz bei der Leitungsverlegung für die Erdgastrasse Nord Stream 2 ausgerüstet. Die neue US-Regierung fordert jetzt beteiligte Unternehmen auf, sofort aus dem Bau der Erdgastrasse auszusteigen, wie die deutsche Presseagentur dpa am 18. März 2021 meldete. US-Außenminister Antony Blinken bekräftigte am Donnerstag die Warnung, Zitat, dass jedes Unternehmen, das an der Nord Stream 2 Pipeline beteiligt ist, US-Sanktionen riskiert und die Arbeit an der Pipeline sofort einstellen sollte. Zitat Ende. Auch die Seehafen Wismar GmbH müsste unter der härteren Gangart der amerikanischen Regierung Sanktionen befürchten, sollten in Wismar weiterhin Nord Stream 2 Schiffe ausgerüstet werden. Das könnte vor allem das Wismarer Kreuzfahrtgeschäft treffen und Einreiseverbote für das Management des Hafens zur Folge haben. Man verfolge die Bemühungen zur Fertigstellung des Projektes und werte Informationen über Firmen aus, die daran beteiligt zu sein scheinen, hieß es in einer Mitteilung des US-Außenministers. Blinken bezeichnete Nord Stream 2 als schlechten Deal für Europa. Ob die russischen Verlegeschiffe den Wismarer Hafen demnächst wieder ansteuern, war von der Seehafen Wismar GmbH bis Redaktionsschluss nicht zu erfahren.